Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge haben wir diesen mysteriösen Stab erhalten, die sogenannte Sanduhr. Und in der heutigen Folge wollen wir jetzt erstmal mit Eve sprechen, bevor wir jetzt da hinten den Teil weitermachen. Die war eben noch hier und ist jetzt schon wieder abgehauen, so wie es aussieht. Wo ist Eve? Natürlich ist sie jetzt vorne. Gut, dann müssen wir den Weg halt wieder komplett zurücklaufen. Ich denke mal, die ist irgendwo da in der Nähe von dem Platz, wo wir sie gefunden haben. Hier drüben! Alter, du bist so eine kleine Maus und du hast so ein lautes Organ da hinten. Eve, ich sehe dich nicht. Jetzt. Stört dich etwas, Eve? Ich werde versuchen herauszufinden, was los ist. Fühlst du dich beunruhigt? Aufgabe, Aufgabe. Oh, Eve, hast du Probleme, dich zu entspannen? Ist es das? Aufgabe. Du hast so lange nach Gefahrenausschau gehalten, dass du jetzt nicht mehr weißt, wie du aufhören sollst. Ich weiß, wie das ist. Aber hey, du bist hier nicht mehr allein. Du hast mich. Ich könnte auch meinen eigenen Scanner, meine Kamera nutzen, um sicherzustellen, dass es keine Gefahren gibt, damit du dir keine Sorgen machen musst. Hä? Ich mache Bilder von allen möglichen Gefahren um die Docks herum, dir zu zeigen, dass es keine Bedrohung gibt. Ich fange mit dem riesigen Baum mit den hängenden Laternen in der Nähe des Brunnens an. Und ich wette, das Boot, mit dem ich auf die Insel der Ewigkeit gekommen bin, macht dich auch ein bisschen nervös, was? Ich werde es scannen, um sicherzugehen, dass es sicher ist. Diese riesigen Statuen, die überall im Land der Uralten herumstehen, sehen ein bisschen gruselig aus. Ich mache als erstes ein Foto von der im Tunnel zwischen den Docks und dem Innenhof. Oh, macht dich der seltsame Eingang zwischen den beiden Wasserfällen auch ein bisschen nervös? Keine Sorge, den scanne ich auch. Ja, ich habe jetzt die Hälfte schon wieder vergessen. Ach so, oh, ich hatte ja eigentlich gesagt... ich hatte ja eigentlich gesagt, dass wir in dieser Folge wieder normal aussehen. Was drücke ich denn hier eigentlich wieder für einen Quatsch? Garderobe, Moment. Da alles... Dafür müsste ich dann aber erstmal die Sachen, die ich jetzt hier anhabe, auch wieder ausziehen. So. Will nicht ausgehen. Wieso willst du nicht ausgehen? Hallo, Roboterkostüm. Ach so, weil man es austauschen muss wahrscheinlich, ne? Ich hatte eine Lederjacke an, das weiß ich noch. Das heißt, wir gehen mal eben unter den Jacken gucken. Ja, es tut mir leid. Normalerweise wollte ich das ja alle... Oh, das sieht auch ganz hübsch aus. Aber das ist nicht die, die ich hatte. Ich glaube, die habe ich davor mal angehabt. Ich bin mir nicht sicher. Die hier finde ich auch immer ganz cool. Da bin ich privat immer gerne mit rumgelaufen. Oder mit solchen, ja, ich sag mal Kurtjacken. Aber das sind alles nicht die Jacken, die ich jetzt eigentlich anhatte. Aber wo ist die Jacke, die ich anhatte? Das ist jetzt die große Frage. Oder war das doch die eine? Das war nicht die, das war doch eine andere. Ich habe doch so eine Lederjacke angehabt. Okay, jetzt bin ich gerade komplett... Ach so, hier, genau. Die hatte ich an. Aber ich glaube nicht mit dem Teil darunter. Also ganz sicher nicht mit dem Teil darunter. Aber ich lasse es jetzt erstmal, damit das jetzt nicht zu lange dauert. Ich muss da nochmal gucken, was mit dem Oberteil passiert ist. So, ein riesiger Baum mit hängenden Laternen in der Nähe des Brunnens. Welchen Brunnens? Dieser hier? Dann wäre das der hier. Theoretisch. Aber da sind keine Laternen drauf. Ah, nee, hier sind die Laternen. Ah, okay. Mit H war das. Und zack. Sehr elegant von der Seite fotografiert. Aber auf jeden Fall haben wir das Bild von dem Baum. Das kleine Holzboot, mit dem du angekommen bist. Oh, ich muss hier mal eben ganz kurz die Rolle ein bisschen runter machen, weil ich sehe hier gerade null. Es ist so schön hell hier im Spiel und ich sehe absolut nichts, weil meine... nicht meine, weil die Sonne so dermaßen auf meine Augen draufhaut. Ich glaube, das ist das Boot, oder? Bin ich mit dem angekommen? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. So. Ja,
Ein riesiges Gesicht einer Statue mit Blick auf die Docks. Das war nicht das unter dem Wasserfall. Nee, das ist wieder was anderes. Mit Blick auf die Docks. Riesiges Gesicht. Was haben wir denn hier für ein riesiges Gesicht? Mann, jetzt da hinten? Ein riesiges Gesicht einer Statue. Aber das, die meinen die doch nicht, oder? Ich meine, gut, die hat Blick auf die Docks, aber ich weiß nicht, ob die jetzt so... Nee, der Roboter ist nicht damit gemeint. Aber die Docks sind ja nur hier. Da hinten ist nochmal so ein Roboter. Also sind zwei Statuen. Aber sie hatte doch von mehreren Statuen gesprochen, oder nicht? Wir machen das mal so. Wir machen mal beide rein. Und dann das Foto. Ich sehe scheiße aus, aber egal. Ist es aber immer noch... Das sind sogar drei Statuen, sehe ich gerade. Okay. Vier. Da hinten ist noch... Fünf. Wie viele noch? Sonst wüsste ich jetzt nicht, was hier noch für ein riesiges Gesicht wäre. Ein seltsamer versunkener Eingang zwischen zwei Wasserfällen. Moment, Eingang zwischen zwei Wasserfällen. Da hinten, das sind insgesamt drei Wasserfälle, aber die meinen doch den Eingang hier, oder? Das ist da hinten auch, da ist doch kein Wasserfall da hinten. Seltsamer Eingang zwischen den Wasserfällen. Also theoretischerweise müsste das der hier sein. Den wollen die nicht. Ein Eingang zwischen zwei Wasserfällen. Versunkener Eingang zwischen zwei Wasserfällen. Ich sehe auch nichts, wenn das hier immer wieder irgendwas hier vor meine Kamera kommt. Also zwei Wasserfälle könnten jetzt natürlich auch die beiden sein. Aber das hier ist ja kein Eingang, deswegen... Ist beides nicht gemeint, oder? Ich muss... Oder Moment, versunkener Eingang. Meinen die das damit? Ja, okay, das würde ich jetzt nicht als Eingang bezeichnen, weil da kommt man ja nicht durch. Ah, aber okay. Was meinen die mit riesigem Gesicht? Kann ich mit dir sprechen? Nein, jetzt gerade nicht, Entschuldigung. Nervt mich doch jetzt hier nicht, wenn ich hier gerade was im Suchen bin. Was gemeinsam unternehmen? Ein riesiges Gesicht einer Statue mit Blick auf die Docks. Moment, da hinten ist noch ein Gesicht im Wasser. Oh, du willst doch unbedingt mit mir reden. Die meinen aber jetzt nicht dieses kleine Gesicht da hinten, oder? Nee, meinen sie auch nicht. Stehe ich jetzt hier gerade auf dem Schlauch? Ist das schlecht, dass ich jetzt von der Seite aus hier gucke vielleicht? Also die Statue meint sie ja anscheinend nicht. Und da hinten sehe ich jetzt nur ein Gesicht. Gut, das ist schon irgendwie ein riesiges Gesicht, wenn man so möchte. Oder muss ich das irgendwie anders fotografieren? Das kann natürlich auch sein. So, zeig mal mit dem Finger drauf. Genau. Oh, scheiße. Pff, ich bin aus Versehen rausgegangen. Nein. So, jetzt nochmal. Zeig nochmal mit dem Finger drauf. Zack. Nö, nimmt er trotzdem nicht an. Schade. Ich dachte Trick 17. Wir zeigen mit dem Finger drauf und dann funktioniert das. Aber nein, das ist nicht gewollt. Ja, ist jetzt die Frage, was man jetzt da als riesiges Gesicht noch definieren könnte. Also das ist nun mal ein riesiges Gesicht. Und hier sind die Docks. Also es kann meines Wissens nach tatsächlich nur hier vorne sein. Deswegen bin ich jetzt wahrscheinlich auch gerade ein bisschen verwirrt, weil ich nicht verstehe, was da sonst noch ist. Hier kann ich gar nicht erst hochgucken. Da darf ich nicht hochgucken. Also vielleicht hänge ich mich da jetzt so sehr dran auf, aber ich würde trotzdem sagen, es ist da hinten dieses Gesicht.
Das wäre jetzt das Einzige tatsächlich, was ich jetzt hier. Wieso kann ich das jetzt nicht drehen? Hallo? Weil ich es hier auch nicht mehr drehen kann. Irgendwas ist gerade verbuggt. Ich bin mir nicht sicher. Aber das ist so gut drin. Ich meine, das kann mir jetzt keiner sagen, wenn das jetzt die ist, dass das nicht gezählt hat. Ich gehe jetzt mal hinten gucken. Was natürlich total unsinnig ist, weil das kein Blick auf die Docks sind. Aber ich gehe trotzdem mal hinten gucken, ob man da irgendwo irgendwas hat, was nur ansatzweise Richtung Docks guckt. Vielleicht. Ach, Moment. Nee, das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Ihr könnt mich doch mal. Oh, okay. Wo ist Eve? Die habe ich doch gerade hier vorne noch gehört, oder? Eve, Hast komm du mal eine her. Minute Zeit? Nee, jetzt gerade nicht. Eve. Sieh mal, Eve, hier sind die Bilder, die ich gemacht habe. Du musst dir keine Sorgen machen. Oh. Puh. Es sieht so aus, als ob dieser Quadrant sicher ist. Aber mach dir keine Sorgen. Ich werde hier nicht aufhören. Es gibt ein paar andere Sachen auf der Insel, die du unheimlich finden könntest. Ich scanne weiter, bis wir sicher sind, dass es keine Gefahr übrig bleibt. Es sieht so aus, als müsste ich zuerst die Brücke reparieren. Mach dir keine Sorgen, Eve. Ich bringe das in Ordnung und suche dann weiter nach Gefahren. Oh. Okay, bringe die Brücke zwischen den funkelnden Dünen und den wilden Dschungeln in Ordnung. Ja, cool. Damit ich mit der Hauptaufgabe vorankomme. Ist die hier noch drin? Wo ist sie denn? Hier. Entferne die wirbelnden Sande, erreiche den abgelegenen Strand über den Gang rechts neben der kaputten Brücke. Genau, das war das. Da wusste ich nämlich noch, da war noch irgendetwas. Er hatte mir nämlich gesagt, wie ich da rumlaufen muss. Ich wusste nur noch, dass ich hier rechts reinlaufen muss. Also jetzt hier rechts gleich. Und das hätte ich jetzt. Ich bin auch so blöd. Das hätte ich ja hier unten jetzt auch wegmachen können. Ah. Hallo? Ich denke, die kann ich wegmachen. Nicht alle? Die anscheinend nicht. Hä? Wieso kann ich die nicht wegmachen? Sind das größere? Finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unlogisch, dass ich die nicht wegmachen kann, aber die anderen schon. Ah, meinen die mit Strand die andere Seite, wo ich nicht hin durfte? Sprich mit Jafar am Hologramm. Ich würde aber gerne erstmal gucken. Oh, benutzen. Tisch der Zeit. Rezepte kombinieren. Verbessere die Sanduhr. Boah, für 5000. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Neue Schätze können entdeckt werden. Einfacher uralter Kocher. Einfacher uralter Gärtner. Einfacher uralter Sauger. Und Rafiki. Oder geht's noch weiter? Forky. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Eine Gabel, glaube ich. Große wirbelnde Sande. Das sind wahrscheinlich die, die rechts außen und links außen waren. Große Kupferfeld. Oh. Ah, nee, aber nur Tränke. Ich möchte das ja dauerhaft haben. Möbel. Kann man neue Möbel machen? Uralter Magnet, uraltes Zahnrad. Okay. Zäune und Wege. Uralte Zaunbasis. Uralte Maschine ist noch leer. Fragmente sind auch leer. Und spezial sind dann diese Tränke. Aufgabe habe ich gerade keine. Werde ich aber sicher gleich noch bekommen. Ich glaube, ich habe jetzt wieder so dieses typische Gespür dafür, die Sachen zu benutzen, die ich jetzt gleich in der Aufgabe benutzen werde. 100 Pro.
Nee, mit der Angel geht's. Mit der geht's aber auch. Oh Gott, ich weiß überhaupt nicht mehr, was auf welchen drauf liegt. Ich glaube, ich sollte mir mal echt angewöhnen, hier dieses Rad zu benutzen. Eigentlich konnte ich das alles mal so schön auswendig. Aber da ich dann ja sehr lange nicht mehr gespielt habe, ist das damit dann auch wieder hinfällig gewesen. So, ein bisschen Gold und dann gucken wir mal, was Jafar uns noch zu sagen hat. Siehst du die Statue der Zeit? Darin befindet sich das erste Juwel der Zeit, das in deiner Sanduhr fehlt. Leider ist die Statue kaputt. Um eine alte Statue zu reparieren, brauchst du etwas, das ähnlich alt ist. Finde die fehlenden Teile mit der Magie deiner Sanduhr. Die Insel der Ewigkeit ist voller Schätze, die in der Zeit verloren gegangen sind. Aber mit deiner Sanduhr kannst du spüren, wenn sie in der Nähe sind und sie zu dir ziehen. Du wirst bestimmt unzählige verlorene Schätze finden. Je mächtiger deine Sanduhr wird, desto mehr findest du. Beginne damit, genau hier zu suchen, um herauszufinden, was an der Statue fehlt. Schwenke einfach die Sanduhr und fuchtle damit herum. Du solltest ein Zeichen erhalten, wenn du in der Nähe bist. Wie fuchtle ich damit herum? Sobald du das gefunden hast, kannst du das Land der Uralten nach dem restlichen Material durchsuchen. Wenn du die Schätze hast, die wir suchen, kehre zu mir zurück und ich sage dir, was du als nächstes tun sollst. Okay. Suche nach versteckten Schätzen, indem du E drückst und folge dem Sand. Aber hier steht die rechte Maustaste. Jetzt bin ich verwirrt. Sobald du ihn gefunden hast, drücke wiederholt E, um den Schatz aus dem Zeitstrom herauszuziehen. Ach so, da muss ich die gedrückt halten, die rechte Maustaste, und dann E drücken. Das könnte natürlich sein. Finde einzigartige, in der Zeit verlorene Schätze, die am Tisch der Zeit wiederhergestellt werden können. Wir probieren es einfach mal. So. Ich glaube nicht, dass das direkt hier ist. Das meine ich jetzt mit rumfuchteln. Und mit E streichle ich. Ja, du bist immer schön im Weg, ne? Jetzt habe ich E gedrückt. Das geht aber nicht. Das heißt, entweder funktioniert das nur, wenn irgendwo was in der Nähe ist. Jetzt kam aber irgendwie so ein komisches Blau nach links. Was hat denn das zu bedeuten? Ach so, um den abgelegten Strand nach dem zu suchen, was du. Also doch da, wo ich war. Und suche nach verlorenen Schätzen, indem du Space drückst. Wieso jetzt Space? Jetzt verwirrt mich hier doch nicht total. Gerade stand da noch was mit rechter Maustaste und aber hier kann ich auch nicht runter. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht so wirklich. Bin ich ganz ehrlich. Oh, Moment. Ganz schnell E drücken. Ach so. Okay, ich habe noch keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe, aber ich habe es auf jeden Fall richtig gemacht. Also ich glaube, Blau zeigt etwa die Richtung an, wenn ich das richtig verstehe. Aber scheint nicht mehr am Strand jetzt zu sein, das zweite Teil. Oder? Moment. Und wenn du. Oh, und hier ist rot. Space drücken. Also wenn es richtig dunkelrot wird, so fast orange, dann Space drücken. Und dann ganz schnell E drücken. Benutze die Sanduhr, um im Land der Uralten nach weiteren Materialien zu suchen. Im Land der Uralten. Das heißt aber dann nicht hier. Oh, oder doch? Hilfe! Das war jetzt nicht der Plan, aber gut. Das war jetzt cool. Vor allem direkt. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, wie viele es jetzt waren, aber direkt nochmal. Es ist jetzt nur blöd, weil man muss natürlich jetzt immer wieder zwischendurch drücken. Das heißt, dann bleibt die natürlich auch stehen. Es ist eine langwierige Aufgabe, habe ich so das Gefühl. Also ganz ehrlich, ich verstehe. Was habe ich jetzt bekommen? Moment. Ach so, nochmal uraltes Fragment. Also nichts Neues. Ach so, ich brauche alte Platten. Okay. Ich verstehe die Leute ehrlich gesagt nicht, die sagen, dass hier alles nur das Gleiche ist, wie auch in dem anderen. Ich meine, klar, ne? Es sind ähnliche Sachen, sicher. Man lässt sich da jetzt nicht so viele neue Mechaniken einfallen. Oh,
In dem Gebiet gibt es gar nichts mehr. Das ist hier das Komplette wahrscheinlich dann nicht mehr, ne? Ja, sind jetzt nicht so viele neue Mechaniken, aber das ist halt ganz normal, behaupte ich jetzt mal. Das ist in jedem Spiel so. Aber es ist wieder auf eine andere Art und Weise gemacht. Und das finde ich persönlich ziemlich cool, dass man sich da auch was Neues hat einfallen lassen. Und halt eben nicht nur, ja, man bekommt halt neue Quests und man muss in den Quests wieder immer das Gleiche machen, mehr oder weniger. Und klar, das wird auch wieder kommen. Machen wir uns nichts drunter vor, das ist nun mal so. Das ist in jedem Spiel so, aber ich sag mal, es macht trotzdem unheimlich Spaß. Ja, das ist toll, dass du hier bist, aber du stehst hier gerade auch irgendwie im Weg rum. Und das ist, also es ist sehr nervig, bin ich ganz ehrlich, hier die ganze Zeit so rumzulaufen. Aber ich sag mal, wenn man sich da so ein bisschen dran gewöhnt hat, was man eigentlich machen muss, geht's eigentlich. Dann ist es auch, ja, wie soll ich das sagen, ein bisschen leichtfüßiger, als wenn man das jetzt gar nicht verstanden hätte. Was habe ich denn jetzt bekommen? Neues Herstellungsrezept. Irgendwas habe ich bekommen. Alte Platten. Das waren aber doch jetzt so komische Bögen, oder nicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin da einfach durchgelaufen, ich Schlauberger, ohne vorher zu gucken. War vielleicht nicht so intelligent. Ich hätte vorher mal gucken können. Okay. Irgendwo hier müsste auch was sein. Vielleicht Richtung Wasserfall oder so. Naja. Ja, jetzt ist so ein... Ja, bleib doch... Hallo, bleib doch jetzt hier überall hängen. Sowas hasse ich. Da bin ich ganz ehrlich. Also wenn man über etwas drüber geht, was jeder Mensch locker platt tritt, sage ich jetzt mal, und dann da hängen bleibt. Also das finde ich echt doof. Aber naja. Das haben wir leider in jedem Spiel so. Oder in fast jedem Spiel so. Ich sag nur Teso. Kehre zu Jafar an den abgelegenen Strand zurück. Okay, dann brauchen wir das jetzt erstmal nicht mehr. Gehen wir jetzt wieder zurück. Ich bin echt gespannt, weil da wird ja im Endeffekt jetzt was komplett Neues eingeführt. Klar, von der Mechanik her, sag ich mal, ähnlich wie das, was man schon kennt. Was aber nicht schlecht ist, muss ich dazu sagen. Weil, wie gesagt, man kommt dann schneller rein, um es mal so auszudrücken. Wenn man die Sachen oder die Mechaniken in dem Sinne schon kennt, es jetzt nur um andere Sachen geht, was man damit machen kann, kommt man schneller ran. Ich dachte jetzt schon... Mit den Kommentaren auf Steam ist jetzt damit gemeint, dass man immer das Gleiche macht, dass da nichts Neues, Besonderes kommt, sage ich jetzt mal. Was ich am Anfang jetzt schon gesehen habe, dass man halt erstmal wieder die ganzen Sachen freischalten muss, die neue Hacke freischalten muss, also die Verbesserung davon, die Verbesserung halt von allen Werkzeugen, um dann wieder weiterzukommen. Ja, finde ich auch ein bisschen nervig. Aber nicht im negativen Sinne nervig, sondern einfach nur, jetzt musst du schon wieder mit dem ganzen Kram von vorne anfangen. Also dieses Nervige, weil man hat so ein Endgame-Gefühl, in Anführungszeichen, von dem Alten noch, weil da ja alles freigeschaltet ist und man hat endlos viel Geld und was weiß ich was und kommt hier hin und fängt quasi wieder bei Null an. Also das ist halt ein bisschen doof, also ein doofes Gefühl, aber es ist natürlich nicht unbedingt schlecht fürs Spiel. Und nachvollziehbar. Ich meine, die Macher wollen natürlich dann auch, dass man wieder viel Zeit mit dem Spiel verbringt. Die Magie der Sanduhr steht dir zur Verfügung. Beeindruckend, Gameplayerin. Aber du brauchst mehr als eine gewöhnliche Werkbank, um das alles zusammenzufügen. Ich nehme die Rechte hier. Die Sanduhr ist mit einem anderen alten Relikt hier verbunden, dem Tisch der Zeit. Mit ihnen kannst du die verlorenen Schätze nehmen, die du gefunden hast, die Zeit zurückdrehen, um sie an ihre wichtigsten Bestandteile zu zerlegen und sie dann neu zusammenzusetzen. Hört sich kompliziert an. Du hast Glück. Bevor ich gefangen wurde, habe ich diesen alten Plan entdeckt, der zeigt, wie man diese Statuen baut. Na, was für ein Glück. Also er will ja die Statue haben, nicht ich. Benutze den Tisch der Zeit neben der Statue, um die fehlenden Arme zu erschaffen. Wieso denn jetzt? Ach so. Ach, nur die Arme fehlen. Ich habe mir das Ding noch gar nicht so richtig angeguckt, ehrlich gesagt. Moment, Aufgabe kann ich jetzt... Nee, kann ich nicht machen, weil da nichts drin ist. Toll. Hä? Das sind doch keine Fragmente, uralte Maschine. Moment, was hat er gesagt? Ich soll die Sanduhr hier benutzen? Benutze den Gegenstand? Ach so, den Gegenstand. Ach, halt. Hier. Klar, wenn ich keine Anleitung habe, kann ich natürlich auch nichts machen. Ich bin wieder clever heute. Interagiere mit diesem Tisch, um deine Materialien der Zeitveränderung zu nutzen.
Wollte ich gerade, ja. Kombiniere deine Materialien, um exklusive Gegenstände herzustellen. Ach, da können wir auch ein Robotermännchen herstellen, wie niedlich. Und wir können uns einen Amboss bauen, wo vielleicht Königs Artus Schwert drin steckt oder so. Ich dachte immer, er steckt in Felsen drin, aber anscheinend geht das auch mit einem Amboss. Level 2, verbessere deine Sanduhr, um noch mehr Ressourcen finden zu können. Ja, haben wir uns ja alle schon angeguckt. Oh, Moment, halt. Uralter Heizkörper, das war das, was ich vorhin gefunden hatte. Ah, okay. Jetzt müsste das aber eigentlich klappen mit dem Benutzen, oder? Ja, jetzt steht hier auch was dran. Und wir machen die Arme. Jetzt sieht das aber aus wie die Arme von diesem Roboter. Ist das normal? Okay. Also im Prinzip ist es ja nichts anderes als eine Werkbank, ne? Aber wie sie es dann dargestellt haben, finde ich schon ganz nice. Einmal die Arme rein. Beeindruckend. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das cool mit diesen Zwischensequenzen immer. Ach so, Moment. Kehre zur kaputten Brücke im Innenhof zurück. Wir wollen ja gar nicht mehr mit ihm reden. Ich wollte gerade sagen, ich habe mir schon wieder die Statue nicht angeguckt. Also mittlerweile leuchtet sie auf jeden Fall. Das habe ich gerade noch gesehen. Wo ist das denn jetzt hier kaputt? Ich sehe wieder nichts. Überall wieder nur Bäume, die mich hier behindern. Sprich mit... Ja, toll. Sag das doch direkt, dass ich dahin muss. Wunderbar. Das Juwel der Zeit ist wieder an seinem Platz. Jetzt kann deine Sanduhr die Magie des Nebels kanalisieren. Sicherlich hast du bemerkt, dass deine Sanduhr gelegentlich einen seltsamen magischen Nebel erzeugt. Er tritt dort auf, wo die Wände von Raum und Zeit dünn sind, wie an der Brücke. Du musst den Nebel kanalisieren, um die Zeit vorwärts oder rückwärts zu drehen. Benutze den Nebel, um die Zeitanomalien auf der Insel zu beheben. Und am Tisch der Zeit kannst du den Nebel nutzen, um deine Sanduhr noch mächtiger zu machen. Das klingt alles sehr kompliziert. Ja, meine Worte. Vielleicht sollte ich mich später mit Merlin darüber unterhalten. Ja, der Zauberer hat vielleicht einen Einblick. Er könnte dir helfen, einige der Zeitanomalien zu beseitigen, die um das Land der Urhalten herum bestehen. Aber verliere keine Zeit. Du musst genug Nebel finden, um die Brücke zu reparieren. Sobald du die Brücke repariert hast, musst du noch weitere 2 Juwelen der Zeit finden, bevor du den Riss in der Zeit um meinen Palast reparieren kannst. Du findest eins in der Wüste versteckt, die als funkelnden Dünen bekannt ist. Und das andere im wilden Dschungel oder auch einfach nur im Dschungel. Die Insel der Ewigkeit ist riesig, Gameplayerin. Vielleicht triffst du auf der anderen Seite der Brücke Dorfbewohner, die dir helfen können. Oh mein Gott. Moment, jetzt muss ich ja erstmal hier gucken. Suche mit deiner nach dem Nebel. Oder rufe das Dreamlight-Menü auf und erforsche neue Nebelpflichten. Indem du Escape... Achso, okay. Nebelpflichten. Insel der Ewigkeit? Das muss aber dann doch hier drin sein, oder? Sind das Nebelpflichten? Meinen die die damit? Wahrscheinlich, ne? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Nein, 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 nein. Ich wollte gar nicht drauf tun. Entschuldigung. Repariere die kaputte Brücke. Okay. Ja gut, dann würde ich aber sagen, dann schalten wir definitiv erstmal um, dass wir die Sache mit den zeitlosen Schätzen machen. Merlin muss mehr über die Magie der Sanduhr wissen. Sprech mit Merlin. Oh, da kriegen wir... Ah nee, da kriegen wir 1000 Dreamlights sind das, glaube ich, ne? Und 500 von dem neuen. Okay. Machen wir direkt als Aufgabe. Ich würde nur gerne mal eine Sache kurz gucken. Hallo! Hi, und auf Wiedersehen. Ich meine, es wären nämlich 6000 gewesen, um den Bereich hier frei zu machen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, 6000. Schade, schade, schade. Dann würde es wohl doch noch ein bisschen dauern, bis wir da durchkommen. Weil ich denke mal, die anderen werden wohl auch... sind das 2 Bereiche? Ich hoffe mal, dass dieser Bereich hier zusammengehört. Und dann müssen wir ja theoretisch hier in die Steppe rein. Wobei, da müssten wir theoretisch dann hier durchkommen, indem wir die Brücke reparieren. Also da werden wir vielleicht keine Punkte für gebrauchen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Merlin ist auch schon mit Windeseile gerade in meine Richtung unterwegs. Das ist dein Und Traum, weißt du? Nur du kannst helfen. Bitte?
Okay, ich lasse das mal so stehen. Wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge schauen wir uns dann die Quest mit Merlin an. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.